So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Land of the Dead soll heute unser Thema sein, und zwar Birnenblatt. Das Birnenblatt Media Book, was ist es? Cover C, glaube ich, ist es, ja. Und das schauen wir uns heute an. Ich bin echt gespannt. Ich habe mich gefreut, dass Birnenblatt mal wieder so tolle Filme rausgebracht hat. Dawn of the Dead wird das nächste Mal dann von mir vorgestellt. Das ist jetzt nicht Romeros Bester, ja, das wisst ihr ja auch, ja, aber er ist trotzdem cool, und ich habe das Ding nur als DVD so daheim rumfliegen, ja, und endlich mal ein gescheites Update, dachte ich mir. Und deswegen habe ich da einfach mal zugegriffen, und ich mag Birnenblatt sowieso, habe ich oft genug gesagt. Birnenblatt macht echt coole Veröffentlichungen, und das muss man dann auch, so ein Label muss man dann auch unterstützen, wenn die dann sowas Tolles rausbringen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ihr habt es gesehen, der 18er Flatschen hier auf der Folie drauf, also nichts auf dem Mediabook, wäre ja auch noch schöner. So, Frontartwork hier, Land of the Dead, fasst da mal rüber, ich halte es mal gegen das Licht, vielleicht könnt ihr es sehen, richtig schöne Prägung drin, ja, also wunderbar, auch sauber, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, hat man echt cool gemacht, sieht schick aus, das ganze Mediabook ansonsten matt gehalten, aber das ist wirklich, also so gestanzt eher, ja, das ist jetzt schöne Prägung, muss ich echt sagen. So, ja, ich habe mich zu dem klassischen Artwork entschieden, wie auch schon damals die DVD bzw. auch die Blu-ray rauskam. Finde ich einfach, das ist so der Klassiker, gefällt mir, und brauche ich jetzt nicht kein neues Fantasiemotiv oder so. Ne? Das nehme ich einfach so, wie es schon war. So, hier oben haben wir das Birnenblatt-Logo auf dem Mediabook. Ich zeige euch hier den Buchrücken, Land of the Dead. Da ist nichts geprägt oder gestanzt oder wie auch immer. Und hier Blu-ray-DVD-Kombo. So, gucken wir uns mal hinten. Die Frau Argento ist hinten auf der Rückseite, auch hier matt gehalten. Und ja, hier Hinweis 18, hier die Credits. Und was halt am allerwichtigsten ist, ist hier unten hier dieser kleine Kleber hier, dieses Hologramm. Das ganze Ding ist limitiert auf 555 Exemplare, ist Mediamarkt und Saturn exklusiv, also ihr kriegt es nicht woanders, wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr, es ist ausverkauft. Und ich habe die Nummer 217, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich mache nochmal ein Nahfoto, dann kommt dann am Ende. So, jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. So, hier vorne haben wir den Director's Cut drin, FSK ab 18. So, Director's Cut. Toll, oder? Ja, komme ich gleich noch dazu. So, dann kommt hier das Booklet. Ja, Director's Cut, alle Informationen zum Director's Cut mit den Extras. Ja, jede Menge Extras dabei, Audiokommentar mit Romero, Grunwald und bla bla bla, was übrig blieb, als Sean George begegnete, Zombie-Effekte, Storyboards, Kreischtests, also Zombie-Casting ist hier dabei und so weiter und so fort. Also es ist reichhaltig, sage ich jetzt mal. Scheinwerfer strahlt mal wieder ein bisschen. Ich bin ein bisschen, glaube ich, nah dran, ne? Oh, ein bisschen weiter weg, so können wir ein bisschen besser gucken. So, dann geht es hier weiter mit dem Booklet. Zombie, also Retrospektive zur Fortsetzung von Land of the Dead. Das ist hier wieder von wie heißt der, Markus Hager, der das hier geschrieben hat, das Booklet. Hätte ich mir jetzt ein bisschen neutraler gewünscht. Ja, naja, gut, okay. Hier wird so Abwechslung mit Bildern ganzseitig und Schrift kann man gut lesen. Ja, optisch. Naja. Es ist auf jeden Fall schon mal reichhaltig. Das ist ja schon mal das Positive. Ich muss hier mal gucken, hier, wie das, damit ihr was seht. So. Ja, ein bisschen. Ja, Gegröße ist auch dabei. Sehr schön. So. Hier haben wir noch den Herrn Hopper. Leider auch inzwischen schon verstorben. Und ja, mein Gott, sieht eigentlich ganz gut aus. Also vom Umfang her ist es wirklich sehr, sehr ansehnlich. Ja, auch schön hier.
Allerdings gefällt mir es halt nicht mit diesem, ja, dass das halt so typisch dieses Zombie-Ding ist. Ja, das ist mir zu sehr angelehnt an die Hefte von Zombie, von Markus Hager. Also hätte ich mir halt ein neutrales Booklet lieber gewünscht. Das finde ich halt jetzt nicht so schick mit diesem ganzen Lilanen und so. Aber okay, ich meine, man vermarktet halt sein Ding, wie es halt geht. Ja. Ist jetzt nicht meins. So, dann haben wir hinten hier die Kinofassung von Land of the Dead. Auch hier nochmal die ganzen technischen Daten. So, und jetzt kommt der Clou. Wenn ihr den Director's Cut einlegt, so habe ich es zumindest gelesen, soll wohl die Kinofassung kommen. Ja, also man hat hier, obwohl man im Vorfeld so viel Probleme hatte mit der Produktion, das wurde ja mehrmals, wurde das ja neu produziert, nochmal neu produziert, und dann hat einem dann die Schrift nicht gefallen, und dann war die Schrift nicht mittig, und dann hat mir das auch nicht gefallen, und dann wurde das nicht gut gemacht, und dann hat man das immer wieder neu produziert, das sollte ja schon vor einem halben Jahr oder so kommen. Und jetzt macht man eben den Fehler, dass man zweimal die Kinofassung wohl hier drin hat. Und ja, es gibt eine Website im Internet, ich schreibe es euch gerade hier unten in den Ticker noch rein. Wer also das Ding gekauft hat und möchte doch natürlich auch den Director's Cut, ja, das gehört ja auch hier rein, das Ding, der kann einfach da auf dieser Website kurz das Formular ausfüllen und macht ein Foto von seinem Kassenbeleg, macht ein Foto von dem Hologramm hinten, von der Seriennummer und dann schickt er das zu Birnblatt und dann wird ihm das Ding ausgetauscht. So, ja. So einfach kann es sein. Land of the Dead aus dem Hause Birnblatt. Ja, ich guck mal, also ich gehe mal davon aus, dass zweimal die Kinofassung drin ist. Auch wenn da jetzt Director's Cut drauf steht. Ja, also ich denke, dass ich da auch so ein fehlendes Ding da, so ein Fehler im System habe. Gut. Ja, was soll ich noch groß sagen? Das war's. Hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich schaue mir jetzt gleich den Film an. Schon ewig nicht mehr gesehen. Mal gucken, vielleicht gefällt er mir diesmal ein bisschen besser. Beim ersten Mal fand ich ihn nicht so berauschend. Das war's. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.